Einen wunderschönen guten Abend, meine Fans und meine Abonnenten. Ja, ich war heute mit einem Gast unterwegs, der hat das spendiert, der Michel. Danke, Michel. Und man hört immer so viel, wie ist das Thai-Essen? Viele sagen, es ist gut, weltweit bekannt. Aber man hat immer so ein bisschen Kritik, ja. Aber ich gebe euch ein bisschen die Lösung. Ich bin der neue Restaurant-Tester in Korat. Ich mache meinen Mund auf und sage meine Meinung. Aber ich lobe auch und es gibt auch schlechtes Lob. Ja, jetzt will ich mal von euch wissen, was sagt ihr da dazu? Schreibt mal einen Kommentar, was ihr denkt über das Essen. Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt könnt ihr in weiteren Video sehen, wie das abläuft. Und bitte gute Kommentar und keine schlechte Nebenbewirkung. Die werden gelöscht. Bis nächstes Mal. Ciao. Und viel Spaß beim Weiterzusehen, den Restauranttester. Und wunderschönen guten Abend, meine YouTuber. Hier ist wieder der Sigi, euer Restauranttester. Ja, heute sind wir in einem Restaurant in Korat mitten in der Nähe. Das sieht man so mit Musik. Schöne Ambiente ist das sehr gut. Das sieht ja hübsch aus, alles mit einem kleinen See, mit Enten, ein paar Tiere drin hinten, so ein Käfig, so wie die Papagei. Fasan habe ich gesehen, Häschen und Pfauen. Ja, nur das Einzige, was ich da an Kritik habe, man kriegt hier, wenn man mehrere Gäste kommt, eine Karte. Da fängt der eine an zu essen und der letzte ist bei der Bestellung fertig, dann ist der andere fertig mit dem Essen. Das Zweite, ja, ich zeige jetzt auch mal das Essen. Ja. Toastbrot, taste good. Dann kann ich sagen, hat ein bisschen Knoblauch mit Butter und so. Die Soße aus der Packung. Für ein Restaurant minder Qualität. Das ist ein ganz einfacher Krautsalat mit einem Salatblatt, ein bisschen Tomaten mit einer Gewürzgurke da drin. Das Einzige, was ich ekelhaft ist, das ist die süße Mayonnaise-Soße, was du bei Lotus kaufen kannst. Der Steak, gut gewürzt, aber wenn das ein bisschen auf dem Grill ist, so 2-3 Minuten, damit er schon Grillgeschmack hat, wäre das sehr gut. Ja, meine Herren, ich dachte ja, Kochenkunst habe ich in Thailand noch nie gesehen. Sie verkaufen europäischen Essenstandard, aber die Qualität ist eine 4. Da kannst du bei der Fastfood-Kette in Deutschland in Imbiss gehen, da hast du bessere Qualität. Ja. Das ist auch so schön. Wir sind mit 3 Personen hier. Der erste kommt, der erste ist fertig, der letzte ist gerade an Essen. So ist das. Ah, jetzt kommt das auch das Essen. Ja, ich bringe euch nachher noch ein bisschen weiter, was die anderen, meine Gäste, sagen dazu. Oder und mein Gast, der gekommen ist, der spendiert das ja. Danke, Michel. Und da werde ich nachher mal sehen, wie das Essen ist, was die dazu sagen. Ja, das ist der zweite Hauptgang. Das ist ein Krabbenkeks. Das ist Fisch mit Krabben. Sehr spicy. Aber ich weiß nicht, wie die so richtig schmecken. Mit die Soße dazu. Schmeckt gut. Das ist eine weiße Soße, was man kaufen kann, bei Lotus oder bei Makro. So ein bisschen süßlich, aber Thai mögen alle süß. Aber kann man essen, schmeckt gut. Das Gericht ist mit Hühnchen, bisschen spicy, aber kann man essen. Gut aus so. So ist das Gericht. Ja, das ist ein Thai-Essen. Ja, es gibt welche, die sind so geizig, die sagen zu ihrer Freundin, nur ein Gericht, nicht mehr. Das ist ein normaler Standard-Thai-Essen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal, euer Sigi, euer Test. Restaurant-Tester aus Thailand. Ciao.